Servus zum dritten Teil von Krank. Heute geht es mal um Krankenhäuser und Ärzte. Man muss wissen, dass es hier sehr verschiedene Krankenhäuser gibt, die auch eine sehr verschiedene Qualität darstellen. Aber auch andere Eigenschaften haben. Also zum Beispiel gibt es die Government-Kliniken, die staatlichen Kliniken, die sind zwar super ausgestattet, aber haben in der Regel zu wenig Ärzte. Und deshalb hat man dort sehr lange Wartezeiten. Das meiste wird von Krankenschwestern und Pflegern durchgeführt, also auch ärztliche Leistungen. Und ich sage jetzt mal, die Kompetenz dieser Krankenschwestern und Pfleger ist im Vergleich zu Deutschland gar nicht vorhanden. Die Ärzte sind die gleichen in der Regel, die in Government-Kliniken und privaten Kliniken, meistens tauschen die sich aus und das ist also wirklich, die sind super ausgebildet dort drin, aber eben man findet fast keinen. Das ist in Government-Kliniken schon ein Problem. Aber auch bei den privaten gibt es Unterschiede. Was hier zum Beispiel, wir haben hier eine lutheranische oder Lutheran-Klinik, wie auch immer das nimmt, die sind super. Super ausgebildetes Personal, Ärzte, Schwestern, alles super ausgebildet, aber unverschämt. Wenn du als Weißer kommst, ja, die werden zum Beispiel von der deutschen Regierung gefördert, die werden auch von der Kirche gefördert, aber wenn du als Weißer kommst und aus Deutschland zum Beispiel bist, dann wird erstmal gleich der doppelte Preis verlangt, und zwar für alles, selbst beim Essen, bei was auch immer, jede Leistung wird einzeln abgerechnet, aber da kommen wir noch dazu. Und die verlangen einfach doppelt. Und wenn du da hingehst und sagst, hey, ich weiß, dass das Schwindel ist, was ihr da macht, ihr verlangt einen doppelten Preis, dann sagen die ganz klar ins Gesicht, ja klar, bist ja ein Musungu, du hast das Doppelte zu bezahlen, fertig, aus, so ist das. Also finde ich schon eine Frechheit, fast schon rassistisch, würde ich sagen. Und da gibt es dazwischen halt, das war jetzt die schlechteste und die beste Klinik, und dazwischen gibt es halt sehr viele Stufen an verschiedenen Hospitälern. Manche sind auch Krankenhausgruppen, ja, wie die Aga Khan-Klinik, die gibt es halt mehrfach hier im Land, in eigentlich jeder größeren Stadt. Die Ausstattung dieser Kliniken, muss ich sagen, ist im Vergleich zu den deutschen Kliniken, und ich glaube, da kann ich mitreden, wow. Also da kann sich die deutsche Klinik viele Scheiben abschneiden, was die Ausstattung betrifft. Das ist hier zwar zum Teil alt, zum Teil fünfmal runtergefallen und mit Tesa geklebt, ja, also das wäre in Deutschland nicht möglich, aber die Ausstattung selber, die haben Sachen, wo bei uns in Deutschland gar nicht zugelassen worden sind, weil sie, ja, warum eigentlich? Weil sie gut waren, weil sie geholfen hätten, weil man 15 Medikamente nicht mehr gebraucht hätte, wenn man das eine Gerät eingesetzt hätte. Hier gibt es die Dinge. Ob die jetzt damit allen so umgehen können, das ist eine andere Frage. Aber die Sachen gibt es hier. Ich bin hier also mit glänzenden Augen durch diese Klinik gewandelt. Ja. Dann die Preise. Die Preise in den Kliniken, wenn ihr jetzt nicht versichert seid, müsst ihr ja selbst bezahlen. Da kommen wir auch noch dazu auf das Bezahlsystem. Da wird sich die Kameramannfrau gleich von hinten melden, schätze ich. Die Preise sind sehr unterschiedlich. Wenn du jetzt in eine Government-Klinik reingehst, es gibt immer den Grundbetrag, den du bezahlen musst. Der liegt dabei 10.000 oder 15.000 Schilling. Kommst du in die andere Klinik, kostet 50.000 Schilling. Also nur, dass der Arzt überhaupt mit dir spricht oder dass du überhaupt anmelden kannst. Jeder Handschuh wird einzeln abgerechnet. Jede Spritze wird einzeln abgerechnet. Und damit meine ich auch die Spritze, das Material dazu, nicht nur den Inhalt. Es wird hier einfach jedes einzelne Ding, was du bekommst, ja, eine Streichleine von der Schwester wird wahrscheinlich auch einzeln abgerechnet, keine Ahnung. Aber es wird alles einzeln berechnet und im Vorfraus. Das heißt, die sagen, die schauen dich an und sagen, oh ja, gut, ja, der braucht das. Und dann kommt die Auflistung in die Buchhaltung rein, die Buchhaltung kommt zu dir und sagt, hey, das kostet jetzt 280.000, zahl erstmal. Wenn du das bezahlt hast, dann kriegt der Kranke die Leistung. Wenn du da als Kranker allein nur reingehst und keine Angehörigen dabei sind, dann hast du, glaube ich, ein richtig dickes, fettes Problem. Die werden dich nicht sterben lassen, aber die werden mit Sicherheit nur noch das Nötigste tun, bis du bezahlen kannst.
mehr nicht. Damit muss man hier rechnen, wenn man hierher kommt. Nun, wenn du jetzt versichert bist, ist das Bezahlsystem relativ einfach. Du gibst deine Karte ab und gehst. Das ist gut. Wenn etwas von der Karte nicht abgedeckt ist, dann kommt halt einer zu dir und sagt, du pass mal auf, du musst mal schnell so und so viel einzahlen. Das ist nicht abgedeckt. Wenn du versichert bist, kommen die auch in der Regel erst am Schluss auf dich zu. Wenn du jetzt nicht versichert bist, das heißt, wenn du Barzahler bist, das geht natürlich auch, aber nicht wirklich. Und zwar sind da alle Krankenhäuser gleich. Ja, da kann euch jetzt Anita eigentlich mehr erzählen als ich, weil die muss das ja die ganze Zeit, schüttelt schon den Kopf, die muss ja das die ganze Zeit machen, während ich in der Klinik drin mich auf die faule Haut lege. Du hast in der Regel eine Kasse, eine Buchhaltung und eine Bank, also so ein Bankala, so ein Finanzvermittler. Und ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Wenn du jetzt einfach sagst, ja, da ist eine Million in den Bar, dann sagen die, nee, das können wir nicht nehmen. Erst brauchst du eine Karte. Diese Karte von der Klinik musst du kaufen. Mit dieser Karte, jetzt kannst du meinen, die willst du aufladen. Ja, kannst du, aber ist jetzt nicht wie in Deutschland, wo du gehst an Automaten hin, wie bei einer Telefonkarte und lädst jetzt nochmal was drauf. Nein, du musst über den Wakala gehen. Der Wakala sagt, ja, du kannst jetzt Bar bei mir einzahlen. Wenn das dann bei dir auf dem Handy erscheint, dann kannst du mit M-Pesa hier wieder bezahlen. Das Bezahlen kommt auf die Karte gehst du dann darüber, da wird abgebucht und dann kriegt der Mann seine Behandlung. So in etwa. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Schritte vergessen, aber es ist sehr umständlich und das Ganze ist in jeder Klinik das Gleiche. Ob das jetzt eine Government-Klinik ist, eine Privatklinik ist, es ist überall genau das Gleiche. Also das Bezahlsystem ist extremst kompliziert hier. Und da kann man wirklich verzweifeln. Ich habe es letztens ja selbst mitgekriegt. Du denkst da, ich will ja einfach nur mal einen Test machen. Einfach nur ins Labor machen, Malaria-Test. Und die kommen dann mit 1,5 Stunden hin und her mit Bezahlen, obwohl du das Geld die ganze Zeit in der Hand hast. Gut. Ja, ich habe euch über die Ausstattung ja schon was erzählt, aber gehen wir mal von der Hygiene aus, ja? Wenn du jetzt in so ein Labor reingehst. Man darf es nicht vergleichen mit einer Klinik in Deutschland, das geht überhaupt nicht. Ja, wir waren letztens, als wir in dieser Klinik waren, da wurde gerade der Jahresputz durchgeführt. Wie wird gereinigt? Es gibt ja so eine Regel, je mehr Wasser, desto reiner. Also wird einfach ein Schlauch genommen, Gartenschlauch, wird ins Fenster gehalten und wird einfach der komplette Raum geflutet mit Wasser. Also ich hatte nasse Füße. Ja. Das ist hier, also wenn ich hier mit Socken rumlässt, darum mache ich das ja nicht. Es war wirklich so 10 cm hohe Wasserfläche. Natürlich lagen die Verteilersteckdosen, die auch noch geleuchtet haben, die Netzverteiler, die lagen natürlich im Wasser oder schwammen zum Teil auf dem Wasser schon. Ja, stört dort irgendwie keinen. So, und während also dieses Wasser da durchläuft, während überall der Dreck von den Wänden fällt, kriegst halt du dein Blut abgenommen. Ja, oder du kriegst auch einen schönen Becher, wo du rein urinieren darfst. Das ist da ganz lustig, weil der Becher steht da offen rum. Da kriegst du den Becher, kriegst einen Deckel, da musst du den Becher erstmal entstauben oder machen und dann zuschrauben. Also alles sehr, sehr hygienisch rein. Daran darf man sich hier nicht stören. Das ist einfach so. Das ist ja auch so, das Labor hat offene Fenster, ja, und draußen staubig. Also wenn es mal staubt, dann staubt es da halt rein. Das ist so. Und was wunderbar funktioniert, ist das Beschriften der Proben, dass da nichts vertauscht wird. Also das funktioniert komischerweise sehr gut. Aber das war's dann auch. Gut. Das letzte Punkt noch. Die Qualität der Ärzte. Also Ärzte sind wie in Deutschland hier auch. Es gibt solche und solche. Ich habe in Deutschland viele Ärzte kennengelernt und viele, die sich eingebildet haben, sehr gut zu sein. Aber wenige, die es wirklich waren. Und hier
glaube ich, sind sogar ein bisschen mehr, die sich einbilden dürfen, dass sie gut sind. Aber auch hier ist nicht jeder Arzt Superman. Ja, also es gibt die Ärzte, die wissen genau, wie der Computer funktioniert, aber wie so, was so im menschlichen Körper abläuft, das ist nicht so wirklich deren Ding. Es gibt Ärzte, ja, die dir sagen, oh, nö, passt schon, Test ist gemacht. Entschuldigung, dauert der Test nicht einen Tag. Hoppla, ah ja, kann sein. Ja, und das Ergebnis war dann doch nicht klar. Also es sind so sehr verschiedene Qualitäten der Ärzte. Man darf das aber nicht an verschiedenen Kliniken festmachen. Wie gesagt, in der Superklinik, ja, in der Seliani, in dieser lutherischen Klinik, wo wirklich tolle Ärzte sind, ja, abends sind die dann aber im Government Hospital noch drin. Also sie tauschen sich da gegenseitig permanent aus. Ja, das ist mal so der kurze Überblick über die Kliniken, wie die hier ausschauen, was hier so abläuft. Wie gesagt, ihr sollt nur so einen kurzen Einblick kriegen. Da jetzt auf jedes Detail reinzugehen, das macht keinen Sinn. Ich könnte euch jetzt noch sagen, wie in den Kliniken die Toiletten aussehen, aber ich glaube, das wollt ihr auch nicht wissen. Gut, in diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr euch auch noch den Teil 4 reinzieht. Ja, da geht es dann um die eigentlichen Behandlungen und vielleicht auch so ein bisschen die Medikamente.